Also wir sind heute in der Schokoladenquelle Eibelwackirchen. Das Unternehmen gibt es seit 1986, hat Eibel in Sachsenkamm angefangen, in einer kleinen Garage. Mittlerweile sind wir umgezogen seit 7 Jahren in eine größere Produktion. Hier ein paar Häuser weiter nur. Und jetzt sind wir doch nochmal gewachsen und jetzt sind wir seit 7 Jahren eben hier in den neuen Räumen. Mittlerweile verbrauchen wir auch 26 Tonnen Schokolade, die wir jetzt ausschließlich aus Südamerika beziehen. Und da haben wir unsere kleineren Bauern und die kleineren Anbieter, wo wir dann jetzt einen Kakao beziehen. Wenn man jetzt in unsere Produktion schaut, dann sieht man natürlich sehr viele Maschinen stehen, die auch für manche Leute unverständlich sind. Also wir sind noch weit weg vom industrialisierten Herstellen von Pralinen. Also es ist immer noch eine Hand an der Praline. Es wird alles mit der Hand überzogen und gefertigt. Es ist halt, die Maschinen sind da, um uns die Arbeit zu erleichtern, die Schokolade noch auf dem perfekten Punkt zu halten, dass wir da keine Zeitverzögerungen haben und dass die Praline möglichst schnell verschlossen wird und dann frisch ins Kühlhaus kommt, dass sie frisch zum Kunden kommt. Das Besondere an einer Eibelpraline ist, dass wir auf jegliche Zuckerarten, Austauschstoffe, sonstige Arten, wie Konservierungen und so Geschichten verzichten. Wir haben reinen Alkohol drin, wir arbeiten nur mit frischer Berchtesgadener-Sahne. Wir haben nur die Schokolade drin, reine Butter aus Berchtesgaden. Also sprich, wir haben auch ein kurzes MHD, da auch eine relativ sehr frische. Deswegen ist es wie bei einer Wurst auch, die kann man nicht 6 Wochen aufheben, wie unsere Praline auch nicht. Wenn man eine Praline ein Jahr aufheben kann, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist dann nicht mehr ganz natürlich das Produkt. Das Besondere am Pralinenmachen ist für mich immer noch das Arbeiten mit der Schokolade, mit den Rohstoffen, weil der Rohstoff Schokolade gerade für uns Konditoren oder Patissiers sehr flexibel, sehr vielseitig ist. Es klingt zwar immer weiß, schwarz, dunkel, Vollmilch, aber wir können da ganz viel Kreation draus machen, Verbindungen mit Früchten, die Geschmacksnuancen zusammenbringen, die Kreativität der Gestaltung von den Pralinen, das wird uns komplett überlegt, da lässt uns der Chef auch Freiheiten und deswegen können wir eigentlich uns auch voll austoben, wie wir ihn wollen. Meine favorisierten Pralinen sind mittlerweile eher die dunkleren Geschichten. Das ist wie beim Cocktail trinken. Wenn man anfängt, Cocktails trinkt man die ganz bunten, die ganz süßen, die ganz leckeren. Und mittlerweile ist es so, dass man sagt, man geht die auf die zenteren. Also ich finde, in Wackirchen ist es ein sensationeller Standort für die Schokoladenquelle, da wir eine laute Einfallstraße ins Tegernseer Tal haben, das Publikum dafür haben, die auch dann zum Urlaub machen zu uns kommen. Das merkt man auch dann an den Sommertagen, wo es nicht viel los wäre normal für Schokolade, da es kein Wetter ist, aber sehr viele Touristen an uns auch hier in Wackirchen finden, wo ich sage, es ist interessant, dass sie dann doch den Weg hier an Wackirchen vorbeikommen.